Hallo zusammen. Heute gibt es die erste von mir. Ich hoffe, sie gefällt euch. Let's go. Gescheißt von zehntausenden Nebenflüssen durchquert der Amazonas den gesamten südamerikanischen Kontinent. Fast 7 Meter legt der mächtigste Strom der Erde auf seinem Weg aus dem Hochgebirge der Anden zurück, bevor er im Nordosten der Anden in den Amazonas mündet. Sein Delta ist eine dünn besiedelte Delta-Lehre. Das tropische Klima ermöglicht eine einzigartige Tier- und Pflanzenvielfalt, von der die Menschen leben. Das tropische Klima ermöglicht eine einzigartige Tier- und Pflanzenvielfalt, von der die Menschen leben. Unsere Entdeckungsreise beginnt nördlich des Deltas in einem unberührten Delta, das nur per Delta erreichbar ist. Delta, Delta, Delta. 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 Marcel Davis. In Deutschland geboren, in Brasilien. Delta führt eine Expedition. Delta in ein entlegenes Schutzgebiet. Die wissen nichts. Die wissen immer noch nichts. Wollen die Pflanzenvielfalt im Tumumumumu-Delta-Delta. Es gibt manchmal Bereiche, die sind Bereiche, man hat sofort einen Schaden oder eben schlimmstenfalls einen Schaden. Tiefer geht es hinein in den Dschungel. Delta um Delta. Hier gibt es weder Straßen, noch Strom, noch Straßen, noch Strom, noch Straßen, noch Delta. Delta.